Er hat sie sogar in die Kloake gebissen. Ja, sieht heftig aus, ne? Herzlich willkommen zu unserem nächsten YouTube-Video. Schön, dass du eingeschaltet hast. Nun, es sind ja jetzt ein paar Wochen her, dass ich kein Update mehr gemacht habe zur Brutphase von den Zweien. Wie ging es denn nun weiter? Lass es mir dir erzählen. Dieses Jahr im Januar hat ja schlagartig Panchos Pubertät angefangen. 7-8 Wochen lang hat er uns auf Trab gehalten. Und so sah das aus. Er hatte sie ja auch durch die ganze Wohnung gejagt. Diese 2 Monate waren so anstrengend für uns, dass ich sie nicht mehr aus den Augen lassen konnte. Sodass ich sie ja auch in ihre Foliere trennen musste. Unser vogelkundiger Tierarzt hatte uns ja die Hormonspritze für ihn empfohlen. Wir haben das aber nicht gemacht. Ich habe ihm damals dann ja Kamillentee gegeben zum Trinken, weniger Obst und fettarme Ernährung. Er hatte sie ja damals auch am Auge verletzt. Und nicht nur am Auge, er hat sie sogar in die Kloake gebissen. Ja, sieht heftig aus, ne? Es war auch heftig. Gott sei Dank kam auch kein fließendes Blut oder so. Ich konnte es einfach mit Kamillentee stoppen. Das ist auch übrigens das einzige Bild. Ich habe keine weiteren Aufnahmen davon, auch nicht wie ich sie pflege. Denn es ging ihr wirklich eine Woche lang nicht gut. Morgens und abends habe ich sie dann immer mit lauwarmer Kamillentee abgetupft und danach habe ich ihr immer so Propolis mit Olivenöl aufgegeben. Und sie wollte auch in der Zeit auch nichts vom Pancho wissen. Und tatsächlich hat er auch sie in Ruhe gelassen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er gespürt hat, dass sie leidet. Und deshalb hat er sie auch in Ruhe gelassen. In der Zeit hat er sich dann halt mit mir sehr beschäftigt. Nachdem es ihr nach einer Woche wieder gut ging, hat sie tatsächlich auch 2 Wochen lang ihn nicht in ihre Nähe gelassen. Ich glaube, dass sie ihm einfach nicht mehr getraut hat. Seit seiner letzten Attacke sind jetzt tatsächlich 5 Wochen vergangen und seitdem hat er sie auch gar nicht mehr attackiert. Er hatte ja immer zugesehen, wie ich sie behandle und ich meine, sie hat es zwar zugelassen, aber ich glaube, er hat es gesehen, dass sie leidet. Und das war's. Fertig. Keine Attacke mehr. Seine Brutphase ist gestoppt. Und so wie ihr hier seht, sind sie wieder eins. Sie sind unzertrennlich und er geht auch so lieb mit ihr um, dass ich das komplett vergessen hatte, weil ja diese 2 Monate schon anstrengend waren, wo er sie immer attackiert hatte. Sie vertraut ihm auf jeden Fall wieder voll und ganz. Ich sollte das vielleicht auch tun. Es war ja auch viel zu früh mit seiner Pubertät oder mit seiner Brutphase, weil er wird ja erst in 10 Wochen 3. Es heißt ja normalerweise erst gegen 4, also zwischen 3 und 4. Aber nun wissen wir Bescheid, was auf uns zukommt. Vorerst ist mal Ruhe eingekehrt und sie spielen wieder wie früher. Sie hängen an der Deckenleuchte wie die Fledermäuse und meine Gardinen leiden wieder darunter. Aber lieber so wie die ganzen Attacken. Jetzt wisst ihr Bescheid, wie die Brutphase von Herrn Pancho schlagartig aufgehört hat. Das war sicherlich eine Lehre für ihn. Also, dass er weiß, dass er mit solchen Aggressionen nicht vorankommt bei ihr. Gott sei Dank sind sie jetzt auch voller Energie und sie sind wirklich in Dauer-Action, am Dauerspielen. Es ist sowas von schön. Ich kann es mir anderweitig nicht erklären, dass abrupt alles aufgehört hat. Wenn das Wetter mitspielt, wisst ihr ja, dass sie dann die Vogelleine ankriegen und dass wir rausgehen. Und jetzt würde ich gerne nochmal dieses Thema von der Vogelleine ansprechen.
Wenn die zwei die Vogelleine sehen, dann machen sie wirklich Luftsprünge, weil sie sich freuen, rauszugehen. Sie machen ja auch keine Probleme beim Anziehen der Leine, weil sie es ja auch von klein auf gewöhnt sind. Einige unserer Zuschauer denken, wir zwingen die Vögel, die Leine anzuziehen. Aber hier kann man es ja sehen, dass der Vogel nicht gezwungen ist. Deshalb habe ich eine Aufnahme für euch gefunden. Da könnt ihr sehen, was zwingen heißt. Zwar ist die Aufnahme auf Französisch, aber man erkennt schon, was da passiert. Hier hat die Dame zum Beispiel ihren Graupapageien in ein Handtuch eingewickelt. Da fängt es ja schon an. Seht ihr, wie sich der Vogel wehrt? Sie redet zwar auf den Vogel ein und probiert es immer wieder, aber der Vogel wehrt sich. Diese Szene dauert auch ganze 5 Minuten, werde ich euch aber nicht im Kompletten zeigen. Ich wollte eigentlich nur, dass ihr seht, was zwingen ist und was nicht. Das macht man auch nicht so. Ich bin der Meinung, man sollte definitiv Vögel nicht dazu zwingen. Und ich bin mir auch zu 100%ig sicher, dass wenn sie mit ihm dann draußen ist, dass er sich dauernd an der Leine zupfen wird, weil er die Leine loshaben möchte. Einige fragen mich ja auch, wie ich das geschafft habe, dass der Vogel die Leine anzieht. Ich habe es eigentlich auch sofort, nachdem sie bei uns eingezogen sind, die Leine ihnen gegeben, damit sie einfach den Stoff kennenlernen, wie weich der ist und dass die Leine ihnen nichts tut. Einfach spielen lassen mit der Leine, die Leine kennenlernen lassen. Also so habe ich es gemacht und deshalb war es auch kein Problem, dass sie die Leine auch sofort angezogen haben. Natürlich hat jeder Vogel einen anderen Charakter. Meine sind halt mal liebe Vögelchen. Ich denke auch, dass der Vogel dem Menschen vertraut, ist sehr wichtig. Es ist wirklich sehr schön, mit den Papageien rauszugehen. Ich kann es jedem empfehlen. Und wenn du das mit der Leine hinbekommst und rausgehst, schmeißt das Restfutter nie weg. Wir geben das immer den Wildvögeln und die Enten freuen sich immer sehr darüber. Sie kommen schon. Nicht nur die Enten, alle Wildvögel freuen sich über das Futter. So, ich hoffe, ich konnte das mit der Leine auch jetzt endlich klären. Und mit der Brutphase seid ihr jetzt auch auf dem aktuellsten Stand. Also bei uns ist im Moment alles in Ordnung. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn das so ist, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis zum nächsten Mal!